Ich möchte euch jetzt nochmal eine Info zu meinem Kanal geben. Und zwar wird auf jeden Fall jeden Freitag 16 Uhr ein Video kommen. Aber nicht mehr immer Dienstag 16 Uhr, sondern so, wann es mir recht ist. Weil der Dienstag als Sendetag hat mich ein bisschen eingeschränkt. Auf jeden Fall kommt am Freitag 16 Uhr eins und an anderen Tagen auch. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich wieder mit meinem bezauberten Hut. Der hat wirklich eine Dichte, alter Schwede. Heute wird es darum gehen, dass wir auf bestimmte Kanäle reagieren. Alter, das sieht einfach so falsch aus hier, als ob ich meinen kompletten Arm umgeknickt habe. Egal, wir werden heute auf Kanäle reagieren und auf Kanäle reagieren. Auf jeden Fall, wir reagieren auf Kanäle, die auf meine Videos oder Kanal reagiert haben. Ja! Ja, und ich würde sagen, fangen wir an. Da. Okay, hier sieht man, SantiBioZ hat einen neuen Banner-Lull-Reaktion. S.A. Auf jeden Fall finde ich das Thumbnail ganz gut. SantiBioZ steht hier. Na, so heiß ich, ne? Man sieht mich, man sieht ihn. Das verlockt, auf dieses Video zu klicken, weil mein Gesicht drauf ist. Nö. Felix hat 542 Abonnenten. Deswegen erstmal ein Like, ne? Ein Dislike. Er hat's verwechselt mit dem Daumen hoch und Daumen runter. Ja, sieht man auch hier, ne? Ein fettes Intro. Ich glaube, jetzt geht's los. Da kommt er so. Hallo, oh, hallo. Ich bin der Felix. Komm, das so neu in mein Video. Neues Video vor einer Stunde. Muss ich direkt erst das mal anschauen. Er hat sich schon angeguckt. Das hat man voll gesehen. Ich zwar auch, aber scheiß drauf. Was kann ich denn jetzt machen? Er denkt sich nur so, naja. Sag mal, was ist da hinten eigentlich für eine Wäsche? Was ist das? Sind das Hosen? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Und mein Gesicht ist auch gerade immer perfekt, wenn ich irgendwie Stopp mache. Gift für Santa? Santa! Santa ist der Bus. Wohnt in einem Schloss. Felix hat bis jetzt nichts gesagt, außer ja. das Video hat 5 Minuten und 1 Minute und 55, also keine Ahnung wie viel, das juckt mich jetzt auch nicht, hat er nur ja gesagt. Und ich habe das Gefühl, ich stoppe jede Millisekunde und sage irgendetwas. Nee, nichts an dich, Felix, aber es ist halt so. Deine Mutter, Alter. Was, meine Mutter oder was? Deine Mutter, Alter. Ach so, geile Mucke. Ich hab gesagt, deine Mutter, Alter. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich daran witzig gefunden habe, aber auch egal. Felix denkt an Wutke. Auf jeden Fall hat Felix jetzt geschafft, in 2 Minuten etwas zu sagen. Innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden. Jetzt gerade merke ich, wenn ich mich so selber sehe, dann denke ich so, naja. Ich hätte ja ein bisschen zu der Musik tanzen können, so zum Beispiel jetzt bei dem Lied so ein bisschen. Ne? Alter, nice. Ja. Younger Fox, du machst das einfach wirklich gut. Du hast uns beide überzeugt. Warum habe ich gerade so ein Kreuz gemacht? Nein, das meine ich ehrlich. Younger Fox, an dich nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du das für mich gemalt hast. Thank you very much. Sonst alles in Ordnung, außer dass die Hosen im Himmel kommen. Außer dass die Hosen im Hintergrund sind. Es gibt noch ganz viele, die auf mich reagiert haben. Und ich würde sagen, springen wir zum nächsten. Dieses Video heißt, ich reagiere auf SantiBioZ, hat 15 Aufrufe. Der Kanal heißt Rainbow Dash Love YouTube und hat 58 Abonnenten. Im Titel steht auch mein Name. Alles korrekt, deswegen gucke ich mir das Video an. Erst liken, dann gucken. Hallo, hallo Leute, was kann sein? Hat mir auf mir, also heute reagieren wir auf Santi. Bus. Ja. Der macht Fortnite-Videos. Das ist relativ cool, also. My face. Relativ cool. Abonniert ihn bitte. Dankeschön. Der macht das auf dem Handy, ne? Ja, der macht das, glaube ich, auf dem Handy. Kriegen wir jetzt halt einfach mal auf dein neues Video. Ja, der macht das auf dem Handy. Hier sieht man hier oben. Frühlingsfest. Was ist denn dieses Recorded by Mobizen? Das Intro ist relativ cool. Ich frage mich, ob ich eigentlich da nur reingegangen bin oder ob das schon das Intro war. Dabei, das habe ich keine Ahnung. Ich weiß das selber nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur reingegangen. Ja, stimmt. Und dann auf dem Riesenrad habe ich meine Zuschauer begrüßt. Ja, das war's. Mein Riesenrad. Das ist nicht meins, aber auch wieder. Meine Haare sind perfekt.
Und immer wenn ich Stopp mache, sehe ich komplett scheiße aus. Ah, warte mal. Ich hoffe, ich mir einfach meine Nase putze. Leute, nicht vergessen, trinken ist sehr gut. Boom, 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 boom. Einmal, da habe ich das auch gespielt. Und zwar, da habe ich einmal auf den Verkäufer gezielt. No joke, wirklich. Aber nicht als Drogen oder so. Ich wusste ja nicht, dass du... Ja, okay, ich will nicht weiterreden. Pink, Fluffy, Unicorn, Dancing on Rainbows. Und Rainbow Dash auch. So schnell vergeht auch die Zeit. Also man merkt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Wie dieses Ding in Zeitraffer. Boah, einmal habe ich es, glaube ich, fast geschafft. Ja, Moment, wir werden einfach so Hello Darkness spielen. Voll mit dem Hello Darkness. Das habe ich auch gerade gedacht. Ich muss machen und ja. Ich habe eine Manierdinge und ja. Dankeschön. Und jetzt gehen wir mal zum nächsten Video. Video nicht verfügbar. Swedish Twilight, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, hat 83 Abonnenten, 42 Aufrufe auf das Video und 2 Likes natürlich von mir. Mein Name ist drinne im Titel, das gefällt mir und ich würde sagen, fangen wir an. Ich glaube, das soll ich darstellen, aber ich sehe gerade so aus wie so ein Elf. Mit solchen Ohren halt, diesen ganzen Spitz. Nee, doch, das sind Elfen. Ja. Seit wann habe ich schwarze, weiße oder kackbraune Haare? Ich habe schokoladenfarbige Haare. Dunkel. Es sieht nach sehr viel Arbeit aus, die ganze Zeit tipp, 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 tipp. Ja? Seit wann ist Nice böse? Nice, du bist nicht böse. Oder kommst in die Ecke? Wir sehen einfach aus wie solche Gangster. Und seit wann habe ich eine grau-schwarze Cappy mit kackbraunen Haaren? Es sieht einfach so aus, tut mir leid. Es sieht nach sehr viel Mühe aus. Weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Aber wenn ich müsste, würde ich es versuchen. Ey, umso länger man diesen Hut auf hat, umso irgendwie, keine Ahnung, normaler wird er. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch ein Bild malen. Ach, und danke an dich, Swedish Twilight. Danke, dass du mir das Bild gemalt hast mit mir und Nice. Ich finde es schön. Okay, und ich würde sagen, springen wir zum nächsten. Also, ich sehe hier zwar nirgendwo meinen Namen. Also, es ist schwieriger, es zu finden. Es heißt Clash Royale Privatserver Trollen. Hier steht diesmal mein Name nicht drauf. Aber diesmal ist es eine Ausnahme, dass ich darauf reagiere, weil wenn ich meinen Namen dort nicht sehe, dann dauert das viel zu lange, um dieses Video dann zu suchen. Aber ich habe es jetzt gerade nochmal gefunden. Und ich würde sagen, legen wir los. Das sieht ganz witzig aus. So, Musik fängt schon mal toll an. Er hat 11 Likes und hier hat man sich schon wieder vertan mit Daumen hoch und Daumen runter. Mann! Er hat einen Controller als Profil. Der Titel heißt Clash Royale Privatserver Trollen. Habe ich ja gerade schon vorgelesen. Er hat einen Controller als Profil. Er heißt XLuGix123. Das Video hat 91 Aufrufe, 11 Likes und hier und 3 Dislikes. Hier hat man sich schon wieder vertan mit dem Daumen hoch und Daumen runter. Ich verstehe es einfach nicht, wie es passieren kann. Kauft euch eine Brille. Ja. Das Intro ist vom Beat ganz cool. Willkommen zu einem neuen Video mit mir, XLuGix123. Kommt er aus Österreich? Heute spielen wir mal auf dem Clash Royale Privatserver. Er hat das Spiel, wie im Titel schon eingeblendet, Clash Royale gespielt. Und am geilsten in diesem kompletten Video finde ich am Ende, dass er mich verlinkt hat. Sieht man hier auch schön mein Profil. Er ist auf jeden Fall voll der Ehrenmann. Schreibt in die Kommentare. Hashtag Ehrenmann. Admin HD hat ein Video über mich gemacht. Der Titel heißt SantiBOZ YouTuber mit Qualität? Fragezeichen. Das Thumbnail ist der Hammer, denn da ist ein Nice drauf. Und 2 Fragezeichen. Und dass mein Name wieder im Titel steht. Explosion. Admin HD, wie gesagt, hat 5 Likes auf dieses Video, hat 79 Aufrufe, 47 Abonnenten. Und wir gucken uns das Video an. Also von der Musik her ist es der Hammer. Und auch von der Schrift her. Hi Freunde. Ja, ich zeige meine Stimme. Aber darum soll es heute nicht gehen. Soll dann eher um einen YouTuber. Wer könnte das wohl sein? Es geht um Santi Boss. Mein Herz, Alter.
Ja, es geht um mich. Sein Content besteht aus Gaming und Reaction-Videos. Aber gibt es eigentlich noch andere Formate, die man machen könnte, außer reagieren, Gaming oder Vlogs? Ich glaube, es gibt nur diese drei Kategorien, oder? Wenn ihr noch mehr wisst, weil mir gefällt gerade nichts ein, schreibt es mal in die Kommentare. Er hat Ende 2017 mit YouTube angefangen und hat schon über 1000 Abonnenten und über 30.000 Aufrufe. Man merkt voll, wie ich die Lust gerade verliere. Klatschen, ah, ja. Irgendwie berührt mich gerade diese Musik. Ich weiß nicht warum, aber... 1000 Abonnenten geschafft haben. Und es werden nicht weniger, es werden immer mehr. Es gibt immer noch Fragen, die sehr interessant wären. Daher würde ich mich freuen, wenn du eine Antwort gibst. Es kommt drauf an. Oder deinen Zuschauern. Nein, darfst du YouTube machen? Vielleicht. Was sagen deine Eltern zu YouTube? Vielleicht. Wie alt bist du? Vielleicht. Ja. Hammergeiles Video. Stay high. Was war das denn jetzt? Es war alles drin, das Thumbnail war gut, mein Name war drin. Er hat sehr gut kommentiert. Also das Video hat auf jeden Fall 2 Likes verdient, wenn nicht dann 3. Der Kanal heißt Jan-Luca Black. Hier, Santi B.O.Z, sieht man meinen Namen. Jan-Luca Black hat 16 Aufrufe, 3 Likes, 1 Dislike und 18 Abonnenten. Und als Profilbild ist ein Auto drauf. So eins habe ich natürlich auch, ne? Nein, habe ich nicht. Was geht? Was ist mit seiner Stimme los? Herzlich willkommen. Ich hab meine Stimmverzerrer. Eigentlich geht das auch so, mit Nase zu halten, aber Kopf hoch. Heute reagieren wir auf Santi. Santi, was ja? Er hat auf mich reagiert, wo ich 710 Abonnenten hatte. Hat er gerade gesagt, dass ich so viele Abonnenten habe, obwohl ich so jung bin? Wer weiß, vielleicht bin ich auch 26. Außerdem ist das Bild bei mir auch noch schief. Egal. Also ich würde mal sagen, Look Magic. Genau, Look Magic. Abonniert ihn. Wie ihr seht, kritisiere ich niemanden und ich mache eigentlich nur einen Spaß draus. Es tut mir leid, ich finde das witzig. Dein Stimmverzerrer hört sich einfach so an, als ob du dir die Nase zuhalten würdest. Kanäle bewerten mit Look Magic. Nee, er lacht sich auch kaputt, ne? Leute. Dankeschön, damit du mich besser verstehen kannst, dann spreche ich deine Sprache. Als letztes haben wir den lieben Mosi und ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, reagieren zu können. Mann, Mann, Mann. In Thumbnail steht mein Name, auch im Titel nochmal. Dein Roboter ist da. Mosi malt für dich. Auf seinem Profilbild steht Mosi. Er hat 5 Likes auf diesem Video, 24 Aufrufe, 132 Abonnenten. Kannst du mir einen Roboter malen? Natürlich! Er hat sich sehr von Nice inspirieren lassen. Oh, der sieht jetzt schon voll süß aus. Alter! Hallo Santi. Ich bin dein neuer Roboterkumpel. Hallo. Warum fliegst Bewertet du rein? Das Video. Ja, genau. Tut es für Santibot. Tschüss. Tschüss. Santibot wird jetzt auch öfters in meinen Videos erscheinen. Danke, Mosi, an dich auch noch, dass du mir diesen schönen, süßen Roboter gemalt hast, der im All fliegt. Ich weiß nicht, wie ich ihn runterholen soll, aber irgendwie mache ich das schon, ne? Da ist er ja. Hallo. Hi. Was geht? Ja, alles gut. Im nächsten Video, wo ich erscheinen werde, ist das Internet bewertet. Wenn ihr Lust habt, schaut dann vorbei. Genau. Aua, Mann. Lasst ein Like da, wenn wir die 80 Likes schaffen, dann weiß ich, dass ihr dieses Format feiert und dann kommt ein zweites Video, wo ich dann auf eure Videos reagiere. Abonniert und aktiviert die Glocke und werdet automatisch ein Teil der Santi BOZ Army. Wenn ihr mich abonniert habt, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!